ja auch irgendwie optisch ganz cool aus. Das ist leider auch nichts, damit wir ein positives Ende für dieses Video haben. Hallo Freunde, ich war heute fleißig im Baumarkt unterwegs, habe einiges besorgt, denn heute wollen wir zwei Themen angehen. Und zwar das erste Thema ist, ich möchte die Trennwand mit euch angehen. Da habt ihr nämlich richtig viele Kommentare und Ideen gehabt im letzten Video, denn wir haben euch gefragt, wie wir die Tür in der Trennwand oben halten können. Und da gehen wir heute drauf ein. Vielleicht finden wir auch eine endgültige Lösung. Ich habe ein, zwei Sachen gekauft, die auch ihr vorgeschlagen habt. Und ich hoffe, am Ende des Videos bleibt die Tür automatisch oben. Ansonsten möchte ich mich schon mal herzlich bedanken für die ganzen Kommentare, weil nur so kann ich mit euch interagieren und das macht richtig Spaß. Ihr habt richtig gut mitgedacht und das freut mich sehr. Die zweite Sache, die wir dieses Video angehen werden, steht im Gartenhaus. Und zwar habe ich im Gartenhaus einen 3D-Drucker stehen und bei den Temperaturen funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Das Druckbild sieht einfach nicht mehr so gut aus. Ich bin lang kein Experte, was den 3D-Druck angeht. Es macht mir aber unheimlich viel Spaß. Und tatsächlich drucke ich auch ziemlich viel, sei es für Julie oder für mich. Und aus dem Grund möchte ich dem Drucker ein Gehäuse spendieren, einfach damit die Wärme von dem Drucker selber das Gehäuse aufwärmt und somit hoffentlich die 3D-Drucke wesentlich besser dastehen als vorher. Ja, also wollen wir gar nicht lang schnacken. Los geht's. Viel Spaß bei dem Video. So, ich dachte, bevor ich jetzt groß anfange, zeige ich euch das Ganze erstmal, wie das überhaupt momentan aussieht. Wer die Gartenvideos hier kennt, der kennt das Gartenhaus und der kennt eigentlich auch den Aufbau. Allerdings trotzdem ganz kurz. Hier in der Ecke steht mein 3D-Drucker. Das Ganze ist natürlich semi-optimal, weil im Gartenhaus ist es einfach echt tierisch kalt. Ja. Ich möchte gerne jetzt hier irgendwie ein Gehäuse drum bauen und das sollte eigentlich nicht so das große Problem sein. Ich möchte den Drucker natürlich sehen können, wenn er druckt. Was ich mir da überlegt habe, zeige ich euch jetzt. Irgendwie so. Wie ihr sehen könnt, steht das Grundgerüst jetzt und wie ihr vielleicht auch gesehen habt, ich habe hier so kleine Fenster eingebracht. Das ist einfach ganz normales Plexiglas aus dem Baumarkt. Warum jetzt nur die Größe? Weil die Größe gab es so fertig im Baumarkt zu kaufen und ich denke, das reicht auch, um einfach mal reinzuschauen, ob der Druck denn noch was wird, ob er vielleicht von der Druckplatte abgegangen ist oder ähnliches. Also ich denke, es reicht auf jeden Fall. Was mir jetzt noch nicht reicht, ist das Licht hier drin. Und zwar habe ich jetzt hier noch, hatte ich noch rumliegen, das ist auch die gleiche wie hier oben an der Decke. Das ist so eine schöne LED-Lampe. Werde ich jetzt einfach nur benutzen, weil wie gesagt, sie war einfach noch da. Ist so ein Panel, das kommt jetzt noch oben in den Druckraum. Das werde ich komplett fest verkabeln. Ja, und dann sollte eigentlich genug Licht da drin sein, um vernünftig zu sehen, was los ist. Dann habt ihr vielleicht schon in den Szenen davor gesehen, ich habe hier so einen kleinen Kistenverschluss angebracht. Das heißt, jetzt kann ich das ganze Ding hier komplett öffnen, kann vernünftig dran rumwerkeln, kann vernünftig die Rolle austauschen und. Ja, genau. Und wenn ich dann los anfange zu drucken, mache ich das Ganze einfach wieder zu. Kistenverschluss zu. Und der Druck sollte auch was werden. Ich darf euch recht herzlich vorstellen, meine neue Druckerkabine. Es hat gut funktioniert alles. Plexiglas habe ich sogar verschraubt. Ich hatte erst überlegt, das zu kleben. Allerdings hat das gut funktioniert. Ich habe klein vorgebohrt, müsste ganz, ganz vorsichtig bohren. Mit Schrauben befestigt. Ja, und die Lampe hat jetzt auch wunderbar ihren Platz gefunden.
Ich schalte das Ganze mit der Deckenleuchte zusammen. Das könnte man jetzt nochmal separieren. Aber ganz ehrlich, wenn wir hier reingehen, dann gucken wir entweder nach einem 3D-Druck oder holen uns hier irgendwie nur ganz kurz was raus. Und da ist das auch kein Problem, so eine LED-Leuchte einfach mal anzulassen. Sieht ja auch irgendwie optisch ganz cool aus. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf den ersten Druck. Wir werden heute Abend mal einen Druck starten und dann gucken wir mal, ob die Druckwerthaftung und alles ein bisschen besser ist als vorher. Das werden wir dann sehen. Und natürlich werde ich auch mal schauen, wie warm das in dem Druckraum selber wird, weil der Drucker wird natürlich an sich auch sehr, sehr heiß. Das Druckbett fährt jetzt, glaube ich, auf fast 70 Grad. Und die Nozzle vorne, die fährt, glaube ich, auf 215, 220. Kommt drauf an, was für Material wir drucken. Aber ansonsten sollte das, glaube ich, relativ schnell warm werden in dem Raum. Wenn ich merke, dass die Luftspalte, die hier unten sind, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt sehen kann, weil die Arbeitsplatte nicht so ganz, die hängt ein bisschen durch und so. Da sind ein paar Spaltmaße da. Wenn das irgendwie stören sollte, werde ich von innen nochmal etwas gegen machen. Das heißt, irgendwie entweder eine Leiste oder vielleicht sogar eine kleine Dichtung. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden und dann wollen wir jetzt auch mal zum zweiten Thema des Videos kommen und zwar zu euren Ideen und zu der Klappe von der Trennwand. Bevor wir jetzt dazu kommen und ich mit euch eure Ideen durchgehe, zeige ich euch noch mal ganz kurz die Druckerkabine, denn ich habe noch mal eine Kleinigkeit angepasst. Das wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, weil der Druck hat natürlich nicht auf Anhieb hingehauen und jetzt habe ich die ganze Druckerkabine noch mal komplett mit Armaflex gedämmt. Wie gesagt, das Ganze soll kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Es ist jetzt wirklich nicht schön, aber es hilft auf jeden Fall, um die Temperatur richtig schön heiß hier drin zu halten. Und wie man sieht, ich habe jetzt auch gerade was gedruckt und das Ergebnis sieht ziemlich gut aus. Also das Problem vorher war nämlich, dass ich, wenn ich PETG drucken wollte, das braucht ein bisschen heißere Nozzle, also die Nase vorne, die das Material schmelzen lässt. Und da habe ich immer mit 235 Grad gedruckt. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, das ist jetzt mal egal. Also auf jeden Fall wird das Druckergebnis sehr, sehr gut damit. Und die Temperatur konnte ich nicht erreichen. Jetzt mit dem Armaflex und trotz, dass die Scheiben nicht gedämmt sind, habe ich das tatsächlich hinbekommen. Und der Druck ist auch definitiv was geworden. Die Druckbetthaftung sah gut aus oder sieht gut aus. Das Ergebnis ist auf jeden Fall zufriedenstellend. So, jetzt aber nicht länger zum Drucker, sondern jetzt gehen wir endlich mal zur Trennwand rüber und ich zeige euch, was ich besorgt habe. Für die Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es jetzt gerade momentan geht, da verlinke ich euch nochmal das letzte Video, da schaut ihr einfach nochmal rein, dann wisst ihr genau Bescheid, worum es überhaupt geht. Also, ich habe jetzt hier die Trennwand vor mir und ihr habt jetzt eure Ideen und Kommentare dargelassen, wie wir diese Tür hier oben offen halten können. Das Problem ist, sehr, sehr viele Leute haben geschrieben, ja, pack doch ein Magnet an die Tür und an die Decke und dann wird das schon gehen mit so einem Neodym-Magnet zum Beispiel oder so. Da gibt es bestimmt auch Magneten, die das Gewicht halten würden von der Tür. Nur ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich dem Ganzen nicht trauen würde. Alleine schon, weil wir wollen das einfach aufmachen können, wenn Nala, also unser Hund, hier alleine ist. Und wenn die dann aus Versehen zum Beispiel mal dagegen kommt, warum auch immer, das sei mal dahingestellt, und dann fällt das Ding runter und im schlimmsten Fall sitzt sie hier im Fahrerhaus fest. Das wäre natürlich ziemlich fatal und das wollen wir echt vermeiden. Deshalb fällt das Thema Neodym-Magnet oder überhaupt Magnet schon mal weg. Das zweite ist bei dem Thema Magnet und auch hier oben befestigen. Das habe ich im letzten Video vielleicht nicht detailliert genug gezeigt. Das kann ich auch ganz verstehen. Also es ist überhaupt keine Kritik an keinen von euch. Ich bin dankbar, dass ihr da wirklich so fleißig in die Kommentare geballert habt. Da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass ihr auch so fleißig mitmacht. Und zwar ist es so, dass hier oben ist ein Pappelsperrholz, die Decke quasi von dem Fahrerhaus, die ist 4 mm dünn. Das heißt, ich kann in dieser Decke hier so gut wie nichts befestigen. Vielleicht könnt ihr das auch sehen, wenn ich das jetzt hier so bewege, das wackelt halt richtig, weil hier oben über der Decke ist nochmal ein Regal, also quasi ein Doppelboden mehr oder weniger, weil da drüber ist ja unser Bett. Allerdings sind da so 10, 15 cm Platz und da liegen so Cappies und ein bisschen was rum, was so, ja, was eben nicht schwer ist und was da auf jeden Fall liegen kann. So, deshalb ist der zweite Punkt, man kann hier sehr schlecht oben irgendwas befestigen. So viel auf jeden Fall dazu. Die nächste oft geschriebene Methode war, nimm doch einfach Gasdruckdämpfer oder Haubenlifter oder irgendwas in der Richtung. Nala guckt gerade hier durch, da ist sie. Ruf sie mal bitte nach hinten, Schatzi. Nala? Geh nach hinten. Du musst Linie drehen. Komm her.
Geh. Da ist das Thema Befestigungspunkte ein Punkt, warum das Ganze hier nicht funktioniert oder zumindest nicht so gut funktioniert. Denn jeder weiß, glaube ich, dass man solche Gasdruckdämpfer zum Beispiel benutzt. Wenn man zum Beispiel so Oberschränke hat, wo eben zum Beispiel die Türen offen gehalten werden sollen, so machen wir das hinten im LT auch. Da haben wir ja sehr, sehr viele Oberschränke. Da benutzen wir diese Dämpfer. Da ist der jetzt gerade zum Beispiel auch her. Und dann habt ihr halt die Chance, im Oberschrank die eine Seite zu befestigen und auf der anderen Seite ist dann dementsprechend die Tür und somit habt ihr Möglichkeiten, das Ganze zu befestigen. Das ist bei unserer Trennwand jetzt ein bisschen schwierig, weil hier gibt es ja kein Innenliegend oder keine Tür, wo wir das vernünftig befestigen können. Natürlich kann man irgendwas bauen und basteln, dass man sich vielleicht hier außen irgendwas befestigt und dann dementsprechend so an der Tür befestigt, dass das Ganze funktioniert. Das ist gar keine Frage. Wie gesagt, ist auch überhaupt keine Kritik. Ich möchte euch das Ganze nur aufzeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier draußen irgendwas ranbastel und ranbummle, dann sieht das halt auch komisch aus. Weil bei einem Oberschrank zum Beispiel ist der Dämpfer mit Befestigung im Schrank. Das heißt, ihr macht die Tür zu, man sieht nichts mehr und das Ganze ist versteckt. Hier ist das Problem, man sieht von beiden Seiten natürlich jegliche Befestigung oder auch jegliche Art zum Öffnen der Tür. Also das heißt, der Punkt ist auch schon mal raus. Dann wurde des Öfteren, ich glaube 2-3 Mal vorgeschlagen, einfach so ein Expanderseil zu nehmen. Das ist so ein ganz normales Gummiseil, was ich jetzt gekauft habe. Links und rechts im Fahrerhaus hier einfach irgendwie einen Befestigungspunkt zu suchen, das Expanderseil rüber zu spannen und so können wir dann die Tür oben unter dem Expanderseil befestigen. Die Idee finde ich persönlich sehr, sehr cool. Sieht natürlich auch nicht so optisch richtig cool aus, wenn hier oben jetzt ein Expanderseil hängt. Aber das ist so die sicherste Methode, wie ich finde zumindest, damit die Tür oben bleibt und auch sicher oben bleibt. Weil da rutscht die garantiert nicht weiter raus. Hier an der Tür haben wir einen kleinen Knauf. Man könnte quasi das Expanderseil noch hinter den Knauf machen. Und so wäre man auf jeden Fall zu 100% sicher, dass die Tür nicht wieder runterfällt. Allerdings ist das nur die Zweitlösung, die ich probieren möchte hier im Video und die ich dann anwenden möchte. Und die letzte Idee, die ich jetzt zumindest hier ansprechen möchte, sind so ganz normale Scharniere, die, ja, ich zeige das euch mal im Detail, wie die aussehen. Die haben quasi eine Feder drin und die scheinen mir relativ stark zu sein. Und das ist noch so eine Methode, wo ich sagen würde, das finde ich optisch noch okay, ne? Also man sieht sie natürlich auch, ganz, ganz klar, aber sie sind noch relativ klein und ich muss nicht extra noch irgendwie zusätzlich irgendeine Befestigung bauen, damit das Ganze funktioniert. Das werden wir jetzt als allererstes mal probieren. Wenn die nicht stark genug sind, um die Klappe oben zu halten, dann werde ich dieses Expanderseil verbauen, weil das ist für mich die Lösung, die eigentlich am simpelsten und eigentlich auch am sichersten mir erscheint. So, wieder lange gequatscht, aber ich wollte einfach auch mal auf eure Kommentare eingehen. Natürlich habe ich auch jedes Kommentar beantwortet, zumindest soweit ich weiß. Jetzt möchte ich das Ganze mal probieren und gucken, ob eure Methoden oder zumindest die zwei Methoden, die mir vorgeschlagen wurden, funktionieren können. Und dann gucken wir uns das Endergebnis einfach mal an. Die selbsthaltenden Scharniere sind jetzt dran und tatsächlich reicht es definitiv nicht aus, um die Tür umzuhalten. Ich kann es euch nochmal ganz kurz zeigen. Ich hoffe, ihr könnt die Scharniere auch sehen. Also die Tür fällt auf jeden Fall wieder runter. Ja, also das ist leider auch nichts. Das sind tatsächlich auch die größten Scharniere, die ich zumindest im Baumarkt finden konnte. Vielleicht gibt es die nochmal eine Nummer größer online. Allerdings werde ich jetzt doch auf die Idee zurückgreifen mit dem Expanderseil, weil ich glaube, das ist einfach die beste Idee, so die ich jetzt zumindest gut umsetzen kann und die auf jeden Fall auch sicher ist. Ansonsten ist mir gerade noch eingefallen, gab es natürlich auch noch sehr viele andere Möglichkeiten oder Ideen, die ihr geäußert habt. Allerdings sind das so die Ideen, die ich am coolsten fand und die ich so am hübschesten fand. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit, noch eine kleine Zugbrücke draus zu machen, fand ich ganz cool. Die Überlegung finde ich richtig gut. Allerdings weiß ich, von der Umsetzung her müsste dann natürlich irgendwie ein Seil nach drüben geführt werden. Da müsste dann wieder ein Loch gebohrt werden durch die Trennwand, damit man das von drüben betätigen kann und so weiter und so fort. Das ist einfach alles immer sehr, sehr einfach geschrieben und gesagt. Allerdings ist die Umsetzung natürlich immer nochmal die Sache, die irgendwie auch geil sein muss, damit es passt. Ich habe auch sogar schon überlegt, ob ich vielleicht einen Linearmotor nehme und den auf dieser Seite irgendwie montiere und dass dann quasi die Tür dann elektronisch hochfährt und so. Das könnte ich dann im Smart Home hier einbinden und so. Aber auf der anderen Seite ist das echt ein Aufwand und ein Akt. Es lohnt sich einfach nicht. Den Linearmotor, den würdest du dann hier auf dieser Seite auch wieder ganz hervorragend sehen. Würde auch wieder nicht schön aussehen.
Also bleibt uns eigentlich nur noch das Expander-Seil. Falls ihr trotzdem noch weitere Ideen habt, jetzt vielleicht mit der detaillierten Ansicht und auch mit der Info, dass das hier oben halt einfach alles sehr instabil ist. Hier zwischen haben wir nochmal vielleicht so 20, 25 cm Platz. Darüber ist dann das Bett. Vielleicht kann man da irgendwas befestigen oder so. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt momentan zumindest, damit wir ein positives Ende für dieses Video haben, werde ich das jetzt mal montieren und gucken, ob das denn Sinn macht bzw. ob das funktioniert. Jetzt sind die Haken plus das Expander-Seil montiert. Natürlich habe ich jetzt nicht einfach nur in diese 4 mm Pappelsperrholz geschraubt. Davon habe ich ja gerade am Anfang abgeraten, weil das nicht so stabil ist. Die Haken, die ich jetzt hier verschraubt habe, die sind in der Unterkonstruktion von diesem Pappelsperrholz geschraubt. Allerdings fängt diese Unterkonstruktion erst irgendwo hier an. Also ihr seht ja, hier am Anfang ist es noch sehr labbrig. Und hier fängt jetzt quasi die Unterkonstruktion an aus Holz. Da habe ich diesen Himmel auch dran verschraubt. Und hier habe ich jetzt halt die Haken. Ein Haken hier auf dieser Seite, ein Haken auf der hinteren Seite. Das Expander-Seil zwischengespannt. Und jetzt kann man die Tür öffnen. Kann diese Expander-Seil hinter den Knauf hier packen und die Tür hält offen. Also so kann man zumindest jetzt frei durchgehen, irgendwas durchreichen, unser Hund kann durchgehen und so weiter und so fort. Während der Fahrt machen wir das eh zu. Und das Coole, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, während ich das montiert habe, ist natürlich, dieses Expander-Seil hat so Karabinerhaken. Jetzt können wir das Seil auch abnehmen und dann sieht das optisch nicht mehr so komisch aus, wenn dieses Expander-Seil hier nicht mehr hängt. Dann sind nur noch die Haken hier oben drin, die verschwinden auch ganz gut in diesem Tuch, was wir hier angebracht haben. Und ja, eigentlich eine sehr simple Lösung, sehr, sehr gute Idee. Und ja, ich bedanke mich bei den 3, 4 Leuten, die das auf jeden Fall geschrieben haben. Ich glaube, das ist einfach die simpelste und einfachste Lösung, wie man das Ganze jetzt so umsetzen kann. Vielleicht habt ihr ja trotzdem noch eine Idee. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben dafür. Und lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Denn es ist was Großes im Anmarsch. Ich habe es jetzt schon öfter angeteasert, aber es dauert noch eine kleine Weile. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!